Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place. Wir sind jetzt heute in einem alten Bahnbetriebswerk. Ich komme hier gerade aus der Grube raus für die Loks. Und wieder dabei ist natürlich der Knabberdrache. Der chillt da hinten, sollte man jetzt sehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Location jetzt mal ein bisschen an. Wir wollten jetzt eigentlich schon drinnen sein, aber der alte Eingang, den haben die einfach zugemacht, richtig unkorrekt. Das war einfach so ein Gitter, was du aufmachen konntest und da konntest du einfach reinlaufen, aber egal, dann nehmen wir unseren eigentlichen Ausgang und gehen dadurch rein und dann hoffe ich, sind wir gleich drinnen. So, weiteres Problem, wir kommen nicht rein, wo wir eigentlich reingehen müssen, weil die Straße gesperrt ist. Jetzt gehen wir einfach mal schön einen Umweg und hoffen, dass wir dann reinkommen. Wenn nicht, wäre es schon ziemlich sad. Wir sind jetzt in dem zerstörteren von den beiden Ringlokschuppen hier vorne. Ich zeige es euch gleich, ist die Drehscheibe, es ist aber so zugewuchert, dass man absolut nicht mehr viel sieht. Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem, euch einen kleinen Einblick dazu geben. Hier sieht man jetzt auch, dass es schon ziemlich zerstört ist. Das, was ihr eben gesehen habt, ist ein Schieber, und zwar um zum Beispiel Gestrüpp oder Schnee von den Gleisen zu fangen. Okay, hinter mir ist auf jeden Fall noch so eine kleine Kabine. Aber das Problem ist, schon als wir das letzte Mal hier waren, das war ungefähr vor einem halben Jahr, sind wir da fast eingestürzt, weil das Holz ziemlich brüchig ist und das riskieren wir auf jeden Fall nicht nochmal. Wir sind jetzt hier in einem weiteren kleinen Teil und es ist vermutlich einfach der Anbau an den großen Schuppen, weil, also meiner Meinung nach gehen die anderen Schuppen weiter bis nach hinten rein, die sind hier relativ schnell vorbei und hier ist jetzt auch noch das Raucherzimmer, wo die Leute sich dann den Kibbe gegönnt haben, kann man auf jeden Fall mal machen. Die andere Drehscheibe, die jetzt im Hintergrund von mir ist, die ist schon teilweise zu betoniert und man sieht auch nicht mehr so viel. Also die andere Drehscheibe war auf jeden Fall wesentlich besser erhalten, aber dafür kommen wir jetzt in das Gebäude, was wesentlich besser erhalten ist. Muss man ein bisschen aufpassen, weil die Züge fahren hier nebenher und da sollte man nicht zwangsweise gesehen werden von den Zügen. Stark auf jeden Fall, Bro, stark. Wir sind jetzt in der Halle, die auf jeden Fall extrem gut erhalten ist. Die andere war ja schon ziemlich runtergerobbt, aber hier ist auch, also zum großen Teil sieht das Holz an der Decke noch sehr gut aus. Und auch sonst ist eigentlich alles ganz entspannt. Ich würde sagen, ihr seht mal ein paar Aufnahmen. Ich habe auch vor kurzem ein Instagram-Bild von hier gepostet, von der Halle. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice geworden. Was wir jetzt auf jeden Fall hier vor uns sehen, ist noch ein... Alles klar. So, ich mache mal scharf. Warmlufterzeuger, hier sieht man knapp. Da steht 1978. Ja, so sieht das Teil nicht zwangsweise aus. Würde ich auf den ersten Blick sagen. So, jetzt zur Erklärung, falls ihr es nicht wusstet. Genau. Man ging hier früher runter. Und dann konnte man hier hochschauen an die Züge. Konnte hier reparieren. Oder man ist... war hier in der Mitte und hat dann halt von, war direkt unter den Zügen, hatte da die Lampen und dann wurde hier von hier unten repariert. So, also hier hinter mir ist jetzt noch die, es war gedacht dafür, dass man bei Dieselloks schwere Sachen wie Gestell oder Motor auswechseln konnte, dann wurden die hier drauf gefahren, konnte man auch von da oben und das war, glaube ich, also das war zum Abzug vom Diesel, also wegen den Motoren halt. Und ja, also was auch bestätigt, dass es eine für die Dieselloks ist, sind hier, hängen noch teilweise welche hier. Also Zapfhähne, sieht aus wie an der Tankstelle, ist wahrscheinlich auch so was Ähnliches, nur mit vermutlich ein bisschen mehr Druck. Und ja, da vorne war halt das Rolltor. Also das ist jetzt der Zapfhahn, also da war halt Start, Stopp, hier konntest du wahrscheinlich auswählen wie viel
Und dann war hier, also Enter steht da, also bestätigen. Und es gab anscheinend auch ein Notaus. Wir sind jetzt gerade in dem Teil, wo auch die Schmiede war. Ja, definitiv nicht in diesem Raum, auf jeden Fall. Hier gab es auch eine Schmiede und das steht seit 2003 leer und wurde gebaut 1850, so um den Dreh. Es gibt Teile, die sehen echt so aus, wirklich, als ob sie auch so alt, also seit 2003 verlassen sind. Nee, Quatsch, eben nicht, die sehen halt nicht so aus, sondern die sehen halt noch relativ gut erhalten aus, hier jetzt nicht. Aber der eine Lokschuppen sah halt verhältnismäßig sehr gut aus. Deswegen würde man halt nicht zwangsweise denken, dass es so lange schon leer steht, seit 2003, die sind jetzt Mathe-Genie. 15 Jahre, glaube ich. Ja, wenn das nicht stimmt, auf jeden Fall Props an mich. Gregor? Wenn das seit 2003 leer ist, sind das 15 Jahre, oder? Ja. Ja, ja, okay, mein Mathe ist doch nicht so schlecht. Ja, also 15 Jahre genau hier vorne. Da ist jetzt die Schmiede. Und da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Hier waren auch noch so kranke Hebühnen, wo man wahrscheinlich den Motor rausheben konnte und so. Also nicht, wo man konnte ihn da rausheben, relativ sicher. Ja, wo ist denn diese dumme Schmiede? Ja, ich bin jetzt gerade erstmal in die Duschen reingelaufen. Da ist natürlich keine Schmiede drin. Ah, ich weiß wieder wo. Genau, und es waren hier auch Lehrräume und es wurde ausgebildet. Also nicht nur Mechanik und so, sondern auch halt Ausbildung gemacht. Genau, und jetzt sind wir in der Schmiede. Ich glaube, ich muss mein Licht auspacken. Was man auch im Internet gefunden hat, das sollte eigentlich schon was Neues draufgebaut werden, aber das Problem ist halt, der Boden ist angeblich also Bodenproben haben ergeben, dass der Schadstoff belastet ist. Und deswegen können die hier nicht bauen, weil die mehrere Meter tief ausheben müssten und sich das wahrscheinlich es würde sich halt nicht lohnen. Genau. Ja, ich bin jetzt in einem der zwei Büros drin und wir gehen jetzt gleich auch noch in das Gebäude, wo die ganzen Schulbänke waren und Büros und so. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durcheinander, weil wir einfach schon zweimal gedacht haben, hier war niemand, jetzt waren es Tauben auf dem Dach. Vorher war es irgendwas anderes. Die Location ist einfach, die ist immer wieder krass. Also ja, der Spind ist tatsächlich zu. Der steht da, den haben wir gesehen. Und hier ist jetzt noch eine DB Cargo Streckenkarte und die Gelassung und Werke. Krass, das schauen wir uns mal an. Ja, wir waren jetzt die Bürogebäude. Dort war es nicht die Strecke, deswegen gehen wir nicht so direkt vor das Fenster. Und, wir gehen dann gleich noch zu den Lehrräumen. Genau, ich sehe schon einen. Können wir direkt hingehen, hier war so ein langer Gang. Und da ist eine Tafel. Auch ein paar spiegeliges kleines Schulzimmer. So, also wir sind jetzt im Keller. Da waren wir schon drin, da ist nichts Besonderes, nur ein paar Regale, die aber allerdings leer sind. So, mal gucken, das hier war, als wir da waren, auf jeden Fall nass. Also hier konnte man nicht einfach so reingehen. Man muss sogar Wasser am Boden. Sieht auch noch relativ gut aus. Hier unten, da unten ist ein bisschen angerostet, wahrscheinlich von dem Wasser, was da stand. Aber hier ist auch noch was auf 1 steht. Ich will jetzt nichts verstellen. Ja, da noch zwei Boiler. Ja, wird hier drin Heizöl, das ist alles klar. Ah, Alter, wie viel ist das denn? Ist ja richtig krank. Boah, das riecht auch richtig wie Heizöl, ekelhaft. Wir sind jetzt im Umkleide- und Spielraum für Auszubildende. Ja. Hier waren vielleicht so Spins drin und hier waren definitiv Waschbecken. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt damit in den Keller und gucken mal, was da noch so ist. Ins Dach meine ich nicht, in den Keller, aber ich denke, da ist auch nicht mehr groß was. Ich muss sagen, das letzte Mal, als wir hier waren, war es noch nicht so hier. Die Tür war nicht eingetreten, bin ich mir relativ sicher. Oh. Also es wurde definitiv inzwischen. Mehr zerstört uns ist nicht mehr so viel. Ich will nicht sagen im Originalzustand, weil da ist es sowieso nicht mehr, aber
im Stand, wie als sie vor einem ungefähr halben Jahr da waren. Also man merkt eindeutig, dass hier Leute auch durchgehen und dass sich was tut. Also wie man jetzt auch nochmal gesehen hat, es gibt hier oben nochmal zwei Unterrichtsräume. Der eine ist da, der andere ist da hinten. Im anderen ist auch noch eine Tafel. Hier ist leider schon wieder nichts mehr drin. Das war's dann auch schon wieder von diesem kleinen Lost Place Video. Wir haben jetzt Donnerstag, das heißt am Samstag um 10 kommt das Video. Also jetzt ist es online gekommen. Und das ist ausnahmsweise mal ein aktuelles Video, sonst brauche ich ja eher lange. Aber ja, ausnahmsweise aktuell. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Den Knabberdacher auch abonnieren. Und der Duvlog hat auch ein Video darüber gemacht. Ich wollte gerade sagen, daraus ja. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Duvlog hat auch ein Video drüber gemacht. Ich packe es euch in der Endcard mal rein. Schaut auf jeden Fall auch bei dem Typ da. Schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Damit würde ich sagen, Schluss aus Ablauf nach Haus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.